Rap die Wahrheit, Common Sense, das für meine wahren Fans, die sich fragen, warum habe ich mich von Savage getrennt? Warum nicht bei Flizzy einen Vertrag erstellt? Warum zu EGJ? Das ist für jeden von euch, der mich für einen Sklaven hält. Warum war ich 3 Jahre verschwunden aus der realen Welt? Wieso gab es nie eine Antwort an Kollega und Farid Bang? Wie stehe ich dazu, wenn sich die Chefs als Geschäftspartner trennen? Antworte, weil alle fragen, warum ich mit Ari häng. Wer ist noch auf dem Label? Sind Ali und ich eine starke Gang? Für alle, die mich fragen, ob ich zu Shindy Kontakt hab, damn. Mach ich weiter Rap oder Popmusik, so wie Maler Glenn? Kommt irgendwann das Album? 1000 Fragen in meinem Nachrichtsspam. Sage nicht, für wen ich Texte schreib im Straßenslang. Wo ist der iMac von Bushido? Denkt man nicht, er war ein Geschenk. Will nicht mit der Tracklänge den Rahmen sprengen. Doch für alle, die nach mir fragen, wird heute das Warten enden. Ah, war bei Flair, als man nicht bei Flair sein sollte. Frag Rüte 41, er ist mein Zeuge. Halt Flair zu formulieren, was Flair rein wollte. Was nicht heißt, mir verdankt Flair seine Erfolge. Alles seine Vision, Flair seine Träume. Flair seine Kritiker, Flair seine Verkäufe. Hab Flair nicht sitzen lassen, weil ich Flair nie enttäuschte. Schrieb mit ihm mehr und immer neuere, weitere Alben. Keiner kommt klar mit mir, weil die Straße nicht vergisst. Vibe, Epic, in der Reihenfolge. Er wollte mal erklären, was ich bräuchte. Sagte, Junge, Lars, leg mal mehr Wert auf das Äußere. Rap nur über Kippen oder mach mehr für die Beute. Doch ich rappte vor meinem Dämon und verschreckte die Leute. Ich und er waren Freunde, was ich niemals verleugne. Mir Props zu geben ist, wovor sich Flair niemals scheute. Von Herzen wünsch ich Flair eine goldene. Doch ich wollte mein eigenes Ding und selbst ein Präsident werden wie Wolfgang Schäuble. Warum ich nicht ans Phone gehe, ich bin nervlich am Äußeren. Level, Level, Schmerzen vom Poison. Ich würd Flair nie verteufeln, niemals. Denn es war für mich ein Push, als ich Flairs Wege kreuzte. Real Talk. Als ich an einen Nebenjob, anstatt dann an Signing dachte, kam der Kontakt zu EGJ. Ali war die Eintrittskarte, half ihm bei seinem Album, auch wenn ich noch keine Scheine machte. Lernte durch ihn Shindy kennen, edler Stoff, Designermarke. War wieder pleite, gerade rappte schon eine Dekade. 30 Jahre wenig Hoffnung, Traum geplatzte Seifenblase. Baby Mama, die ich daheim mit dem Kind alleine lasse, während ich unterwegs bin und lebe aus der Reisetasche. Keine Schreibblockade, jeder Reim ein Eigenname. Beim Schreiben Eigendynamik, obere Waldorf-Etage. Sagte niemals Scheiß auf alle, die mir vorher weiterhalfen. Doch ich trainierte einfach nur weiter für die Meisterschale. Dreams zusammen mit Shindy, arbeite an seiner Platte. Circa ein Jahr noch bevor der Streit entfachte. Ah, so viel passiert, wo soll ich beginnen? Fuck, ich starte mittendrin. Tanze Pogo durch Berlin, Arztenparty, Dingeling. Leute denken, ich häng mit der Mafia ab wie Little Kim. Alle haben das Unheil kommen sehen, als hatten sie einen siebten Sinn. Sitze in kein Meeting, doch bin im Gespräch. Marketing, schlechte News sind gute News. Regel für die Nachrichten, in jedem Scheißbeitrag, den ich lese, steht mein Name drin. Deswegen weine ich Tränen wie ein Harlekin. Nie ne Chance gehabt, Bomberklatt, Konto stand wie ein Kontrabass. Tief, frontal abgefuckt von Rappern vor einem Monster-Truck. Beef, hat ne Response geplant, aber wurde zur Raison gebracht. Wie, ne Fotze trat in mein Leben noch faker als Wonderbras. Ich gab ihn ne Sonderfahrt, doch bekam wie ein Frontsoldat. Krieg, Bombenanschlag auf mein Konglomerat. Mies, blondes Haar, Bonbon-Arsch, die Anaconda, das Lied. Sie wollte ein Typ wie auf dem KRS-One-Plakat, der MC. Wir waren schnell im Bett, schneller Sex, er ist safe, LMS, Smash, Something, LMF. Von Crush on YouTube, schnell im Crash, sie wurde schwanger, safer Test. Ich bat sie, mach besser weg, keine Absicht, dass ich sie verletze. Aber sie hat sich ja mega recht, per Passwort die Mail gehackt. Im Postfach waren die Sampler-Tracks, 16 Minuten Diss-Track. Meine Antwort auf den Rapper-Stress, sie schickt es ans Management, Standort in NRW-Banger-Camp. Deswegen pumpen die dort meine Songs auf ihren Handys jetzt. Deswegen gab es nie ein Wort auf JPG3. Und ich bekam Beleidigungen ab in jedem Song 2. Doch hätte ich den Track gedroppt, wäre die Antwort am nächsten Tag gekommen. Ich wäre einen Kopf kürzer und sie hätten die Schlacht gewonnen. Besser wäre gewesen, diese Schlampe nie zu daten. Leben jetzt doppelt gefickt, Double Penetration. Doch wie kam es dazu, dass alle mich so haten? Mental ist das einfach zu erklären wie Vincent Raven. Rap ist jugendlich, gewalttätig und kräftig. Bin dazu das Gegenstück, altfriedlich und hässlich. Live MC, Rapper bekannt, das ist im Netz. Doch sie wollten jemand anders, ich war Mittel zum Zweck. Denn der Anlass für all das, ein Ansagenvideo. Niemand ist mehr Last, da wir ihn ab jetzt in das Team holen. Doch die anderen hörten nur, man wolle ihn mit Krieg drohen. Und deswegen gab es als Quittung mehr Schatz als bei Kalito. Weil wir nicht zurückschossen mit der Mannschaft im Team-Mode. Machten alle um uns herum Promo-Stunts wie Steve-O.
war mit Bushido befreundet wie Playboy und Fico. Jetzt höre ich im Internet, er ist enttäuscht, Dito. Erst war ich enttäuscht, dass er die Abmachung gebrochen hat. Dann darüber, wie er öffentlich von mir gesprochen hat. Will nicht lästern wie Tanten beim Wochenmarkt. Ein anderer gibt mir jetzt den Tausender, den er mir monatlich versprochen hat. Den er einfror, obwohl er weiß, dass ich eine Tochter hab und für ihn gearbeitet habe in seiner Genossenschaft. Weiß bis heute nicht, was ich Schlimmes vor ihm verbrochen hab. Doch als es zum Split kam, war ich gefickt bis auf das Knochenmark. Vorher lief's nicht gut, aber ich hatte meine Jobs gehabt. Hier und da ein Auftritt und in Bamberg meine Songs gemacht. Erzählt mir nicht, dass dann der Vibe im Waldorf zu verlockend war und ich auf die böse Seite wechsel, Kampfstern Andromeda. Erster Abi ohne schwarzen Stoppelbart. Künstlerisch hab ich mit Shindy meine Renaissance gehabt. Und weil der Junge wie mein Brother war, war ich am Boden, als auch er mir sagte, dass er die Designer-Koffer packt. Mein Pech ist wie wenn du einen Sechser im Lotto knackst. Sehr unwahrscheinlich, aber verändert dein Leben doppelt krass. Ich unloyal, what the fuck? Mein einziger Fehler stand heute, ich hab den iMac noch nicht zur Post gebracht. Junge, lass die Jokes, es ist für Witze zu früh. Lass es die Gemüter von der Hitze abkühlen. Wie ein Tisch bei Papa Ari, ich stand zwischen den Stühlen. Deshalb betrachte ich das Wort Abi mit gemischten Gefühlen. Ah, mit der ganzen Gang war's immer funny wie auf Klassenfahrt. Plötzlich war ich ganz allein mit Arafat. Und fuck, lieg ich gleich in einem Massengrab. Egal was es ist, sag ich mache das. Sklave der Familie, arabische Machenschaft. Ja, das Baklava schmeckt fantastisch grad. Nein, ich hab im Turbos kein Gras gepackt. Auf kein Kochschinken, das ist Truthahn-Salami, ah. Ganz ehrlich, am Anfang, da hab auch ich vor ihm Angst gehabt und aus Respekt kein Wort über diesen Mann gesagt. Das, was ihm vorauseilte damals, war sein Bekanntheitsgrad und ich war eingeschüchtert von seiner Aura aus Panzerglas. Nacken mies verschwand, doch er renkte es ein wie ein Kassenarzt. Kann ich sagen, dass er mich nur einmal schlecht behandelt hat. Weiß nicht, wer schuld hat im Streit um seine Businesspartnerschaft, aber heute hab ich ein anderes Bild von ihm wie mit ner Hasselblatt. Er half mir, als ich wieder Schulden beim Finanzamt hab. Als ich vor dem Abgrund stand, gab er aus seiner Tasche ab. Gab sein Wort, hielt sein Wort, abgemacht. Deswegen ging ich nicht auf Wanderschaft, als dann das Label auseinanderbrach. Leute zeigten mir den Vogel, so wie Daffy Duck. Aber der wahre Teufel, er nahm unlängst seine Maske ab. Jeder dieser Journalisten wittert seine Chance grad und hofft, dass jemand schießt oder zumindest seine Waffe hat. Weil Springer mit den Schlagzeilen Kasse macht, wenn sich in Berlin der Boden rot färbt wie ein Ascheplatz und die Haare von den Tätern schwarz sind wie der Kaffeesatz. Kein Bock mehr auf Beef, denn daran hängt heute ein viel zu langer Rattenschwanz. Ich bin der liebe Deutsche, den jeder in Watte packt. Doch jeder weiß, ich bitte so, als bräuchte ich einen Sabberlatz. Mache Cake, als ob ich grad für meine Tochter Muffins back. Und sie sagt, bester Rapper, wenn man sie nach ihrem Papa fragt. Meine Stimmung meist naturtrüb wie der Apfelsaft. Denn ich hab zwei dicke Schutzwände um mich wie Double Cup. Echtes Leben ist nicht wie ein Schlaraffenland. Ich musste mich hier durchkämpfen, wie jeder muss. 20 Jahre Hustle hart, zählte eins und eins zusammen, als wäre ich ein Mathe-Ass. Traf meine Entscheidung und war abgefuckt. Konnte nie erfolgreich werden, weil ich nie die Plattform fand. Nie außergewöhnlich war und im Schatten stand. Lange her, dass ich Savas sprach, seit der Kontakt erbrach. Hat schlechtes Gewissen, doch sagte es nicht wie ein Mann. Eingezäunt hinter Maschendraht, Freundschaft brach wie ein Wasserglas. Nackenknack, Crunchy Nuts, Lage war angespannt. Und obwohl er verstanden hat, warum ich einen Abgang mach, überfiel's ihn wie Nattentat, wie super schnell's dazu kam. Als Backup der Tour geplant, hatte ihm zugesagt. Vorher war ich jahrelang zuverlässig am Start. Daddy Tour-Plakat, dieselben Dates, Zufall war's. Shindy Tour im selben Zeitraum, so wie Cool Savage. Egal welchen Move ich mach, ich fuck einen Bruder ab. Wünschte, ich könnt mich zweiteilen oder hätte ein Duplikat. Vom puren Gras zugepafft, es endet nicht gut hier grad. Einen Monat vor Tourbeginn, Ersatz zu finden wird knapp. Hat nie was zu tun gehabt, mit EGJ Supermacht. Savage nahm ich Huckepack und gab immer einen klugen Rat. Egal ob wir im Studio waren, Bookings waren gut bezahlt. Doch ich war nur der Backup und mein Leben voll Zukunftsangst. Weil viel in der Schufa stand, mein Guthaben super knapp und die Arbeit in einem normalen Beruf machte mich krank. Keine Hits so wie Bruno Mars, im Business nie Fuß gefasst. Letzte Chance für mich, um endlich hochzugehen wie ein Pulverfass. Dass ich dafür die Crew verlass, die mir immer Gutes tat, erzeugte selbst bei meiner Fanbase nichts als puren Hass. Ah! Instagram voll Hater Fronts, lief nicht ein wie Barry Bonds. Fahr immer noch Bahn statt böse Wagen wie Decepticons. Fühlte mich wie zwei Jahre in Rapper-Trance. Schreib blockiert, weiter trainiert, bald rasiert, LMS kommt. Ah, Didi Bob in deiner City, wie mit am Vertrapper schon kommst. Immer noch flexy wie Sweeney Todd, aber mein Zimmer ist voll mit den Nike-Kartons. Niemand will Leute mehr Real Bob, aber ich halte mein Wort und bekomme eine Chance. Schreibe wie damals im Flizzy, loft alle die Reime und bleibe für immer im Kopf.
Verlor meine Freunde, fand auch paar neue Brüder sowie Acker außer Kontrolle. All meine Beefs sind ab heute beendet, ich schließe die Kapitel auch das mit Kolle. Komme was wolle, mein Distrack gegen ihn kommt in die Tonne. Soll diese blonde Olle sich ficken und denken, sie wäre ein Model. Sollen diese Leute da draußen vor mir denken, ich wäre ein Trottel. Weil ich hier steh mit nicht gemachten Haaren und in dreckigen Klamotten. Weil mich ihre Lieblingsrapper schon seit 10 Jahren verspotten. Meine Zähne nicht so hübsch sind und ich aussehe wie ein Goblin. Kein teures Outfit, weil ich kein Geld hab für Shopping. Doch ich stieg von ganz alleine rein in diesen Boxring. Ihr könnt mich weder loswerden noch stoppen. Denn in meinem Film hat der kleinste Jäger den Todesstern zerschossen.